den Waffen, mit denen ich auch wirklich kämpfen will, zu. Das ist gar nicht so blöd, der Vorschlag. Deswegen werden wir das mal ausprobieren. Dann die da werden wir auf jeden Fall brauchen. Die ist eh richtig geil. Und die haben wir eigentlich gesehen, ist auch teilweise gar nicht so schlecht. Vor allem ist die halt, die hat halt... Das dauert ein bisschen, bis die Munition weg ist. Das heißt, dann ist die nicht so schnell verbraucht. Ja, wir lassen das mal so. Ich glaube, ich kaufe nochmal ein Medipack oder... Nee, komm, wir kaufen nochmal ein bisschen Munition. Und zwar... Kaufen wir hier mal ein paar. Da nochmal ein paar. So, jetzt haben wir richtig wenig Geld. Okay. Alles klar. Gottes Willen, wie viele Medipacks wir mittlerweile brauchen, um voll aufgeladen zu sein. Das ist ja der Hammer. Okay. So, jetzt wo müssen wir denn hin? Alles klar, da rein. Einmal kurz nochmal speichern. Quotengnomischer Speicherwahnsinn. Einfach mal so spontaner Herzschlag, alles klar. So, J. Ja, ist die Kreatur auf der Filtrastation. Vergiften, töte Teil. Okay. Okay, die habe ich auch. Ich muss jetzt mit der DNS und Kendras Gemisch wieder zurück zum Chemielabor und dort das Gift herstellen. Und ich wette mit euch, dieser komische Unbekannte wird uns daran hindern wollen. Ich denke, darauf können wir einen lassen. Hier ist es wieder dunkel, Mama, und wir laden mal nach. Also wenn ihr abends oder nachts zu gut schlaft, einfach zu, wenn ihr jetzt morgens flippt, ich bin zu fit und mir geht's zu gut, dann spielt dieses Spiel, das kann ich echt nur empfehlen. Heilige Scheiße. Ich habe noch mehr Informationen über die Atmosphäre. Der Bericht eines Überlebenden sagt aus, dass eine gewaltige Kreatur über die Hydrostation ins Schiff eingedrungen ist. Jawohl. Von da an ließ die Luftqualität nach. Super. Der Überlebende nannte sie Leviathan. Super, ganz toll. Ganz großes Kino. Oh. Na, wo ist er? Da. Komm her, wir haben... Wie viele? Ich würde sagen, wir haben gegen diese Viecher die optimale Waffe gefunden. Und irgendwas schlonzt hier vor sich hin. Was ist das? Hallo? Hallo, ekliges, unbekanntes Viech. Ich habe keinen Blassen mehr, wo diese Chemiestation war. Ist der da tot oder lebt der da noch? Ich glaube, den haben wir mal gekillt. Der wird ja wohl tot sein, oder? Du bist tot? Immer noch? Brav. Die Frage ist, ob dieser Psychopath uns in dem Kapitel schon begegnen wird, also zum... Dr. Chalice Mercer. Ich habe jetzt einen lebendigen Probanden für meine Studien. Ich kann es kaum erwarten, meine Gewebe-Regenerationstheorie zu validieren. Anfangs war es schwierig, ihn ruhig zu stellen. Aber jetzt scheint es ihm gut zu gehen. Er vertraut mir, Dr. Kain. Er hat sein Leben mir anvertraut. Er versteht, welche Rolle er einnimmt. Versteht, was ich tue. Die Stirn wurde desinfiziert und markiert. Was haben Sie damit vor? Gottes Willen. Und ich versuche jetzt einen Kanal zu schaffen, oh mein Gott. Ich das Gewebe einführe. Dieses Spiel ist so krank. Liebe Entwickler, ihr seid echt richtige Psychopathen. Ihr seid richtige Psychopathen. Wie kann man... Wie kann man so eine Scheiße programmieren? Ganz ehrlich. Na, wirst du mich gleich anfallen? Freust du dich schon drauf? Ich freue mich auch drauf. Wir werden uns gleich sehen und ganz viel Spaß miteinander haben. Anfrage wird bearbeitet. Bitte warten. Finale Mischung beendet. Bitte Kapsel entnehmen. So.
Hoffen wir mal, dass das Gift wirkt. Geh zurück zur Monorail-Station und dann so schnell wie möglich hoch zu den Hydrokulturen. Ich habe immer noch keine Antwort von Hammond, also sei vorsichtig. Keine Ahnung, wie verseucht das Deck ist. Ich fange an, Ihre Einstellung zu bewundern, so deplatziert sie auch sein mag. Ich glaube, Sie sollten ihn sehen, den ganzen Plan. Sie sollten das kollektive Bewusstsein nicht verschmähen. Sie verdienen es, zumindest Zeuge zu werden. Das ist schön. Will ich das? Ich glaube, ich will das gar nicht sehen, was du vorhast, mein Lieber. So. Okay, wenn es da weitergeht, dann gehen wir erstmal hier lang. Ah, wunderbar. Loot. Sehr gut. Langsam geht's wieder bergauf. So, inventartechnisch. Da können wir nochmal speichern. Das ist. Jawohl, hier ist auch ganz viel Zeug. Ich freue mich. Voll gut. Aber immer noch keine Medipacks. Von daher war es gut, dass wir welche gekauft haben. So. Okay, der Raum sieht schon wieder sehr einladend aus. Ich glaube, hier geht's gleich ab. Vielleicht werden Sie jetzt verstehen. Mein Werk muss fortgesetzt werden. Wird fortgesetzt werden. Dr. Mercer werde als Katalysator zur Rettung unserer Spezies dienen. Oh Gott, die werden jetzt alle freigelassen, oder diese was? Diese Exemplare werden mit mir zur Erde zurückkehren und ich werde ihre göttliche Pracht auf dem ganzen Planeten verbreiten. Das ist eine super Idee. Ich überlasse Sie jetzt meiner Schöpfung. Fügen Sie sich dem Unausweichlichen. Diese unverwundbaren Viecher oder was? Oder kann ich den jetzt töten? Ja, der scheint irgendwie tötbar zu sein. Wir gehen die nehmen wir mal. Scheiße, nachladen. Ei, Oiski, Oiski. Fuck. Ah, geh weg, lass mich. Man. So. Wow. Okay. Ich muss den einfach ein bisschen auf Abstand halten. In dem Moment. Ah! Okay. Fuck. Oh, geh weg! Lass mich! Lass mich in Ruhe, du blödes Drecksvieh! Lass mich in Ruhe! Ach, da ist wieder offen die Tür. Da rein! Ach, der folgt mich weiter, das ist ja nett! Super! Okay. Ich merke schon, ich muss den jetzt hier irgendwie. Hab glaube ich eine Idee. Moment. So, jetzt schnell. Geh zu. Verpiss dich. Hallo? Hä? Man muss jetzt ein paar Mal machen, oder wie? Es sieht danach aus, ja. Fuck, lauf. Okay, dann nochmal den ganzen Spaß.
effizient wegtransportiert. Okay, ich glaube, das war's, oder? Hoffentlich war das das Letzte, was wir von diesem Ding gesehen haben. Ich konnte Mercers Sicherung umgehen. In deiner Nähe ist eine kleinere Monorail-Station, die dich zu den Hydrokulturen bringen wird. Hoffentlich reicht uns die Zeit. Oh, Gottes Willen, ey. Ich kann mich nur nochmals entschuldigen, falls ich teilweise nicht so viel reden kann, aber ihr seht, ich bin dann manchmal ein bisschen im Stress. Ja. Okay. Ah, hier gibt's nochmal Geld. Voll gut. Ja, jetzt haben wir schon wieder wenig Leben und immer noch keine Medipacks. Super. Ich hoffe einfach mal, dass wir irgendwann diesen Medipack-Mangel... Ja, dass sich der irgendwann mal erledigt, weil langsam macht es mir irgendwie Sorgen. Ah, Kapitel zu Ende, oder wie? Ausgezeichnet, dann müsste es doch jetzt hier. Gibt es hier irgendwo einen Shop oder so? Hä? Was war denn das jetzt wieder? Okay, ich glaube, wir müssen dann hoffen, dass es im nächsten Teil dann... dass wir im nächsten Teil einen Shop finden. Gott sei Dank ist es vorbei, hey. Boah. Ja, aber den Doktor haben wir immer noch nicht besiegt. Das wird dann wohl noch kommen. Wir speichern mal da. So. So, Kapitel 6. Gefahr für die Umwelt. Verstärken Sie Ihre Waffen, indem Sie Energieknoten, bla bla bla. Und wir gehen in die Hydrostation. Ich vermute mal, irgendwie Wassertanks oder so? Mit dem Lokalisierungssystem finden Sie Ihr nächstes Einsatzziel. Okay. Waren wir hier schon mal? Hier liegen noch Sachen, von daher glaube ich eher nicht. Es sei denn, die kommen wieder. Science provides bounty. Ja, okay. Logbuch der Hydrostation, Dr. Elizabeth Cross. Ich bin erfreut zu berichten, dass wir derzeit auf knapp maximaler Kapazität arbeiten. Die Flora ist gesund und gedeiht und die verzehrbare Ernte hat mehr als erwartet abgeworfen. Ich wollte den Überschuss zur Kolonie bringen lassen, aber der Captain hat ein Flugverbot verhängt, mit dem ich ganz und gar nicht einverstanden bin. Alle wissen, dass es dort unten Probleme gibt und ihnen unseren Überschuss zu verweigern, wird daran auch nichts ändern. Nee, sieht ja super aus. Jawohl, Medipack. Richtig gut. Das war mal auch allerhöchste Zeit langsam. Auf den Toiletten wird immer geflüstert auf dem Schiff. Das haben wir auch schon mehrfach erfahren. Und hier sieht es richtig lecker aus. Vor allem die... Ja. Ja, die Entwickler neigen ein bisschen zur Übertreibung. So, die Leichenzahl. Ein bisschen übertrieben, aber... Oh, lass mich. Kam die das aus der Toilette raus? Yummy. Sollten wir einfach mal spülen und ein bisschen sauber machen. So, dann gehen wir mal aus dem flüsternden Klo raus. Okay, da rein. Hier gibt's nichts mehr zu finden. Nö, scheinbar nicht. Ein Aufzug, wunderbar. Ja, und scheinbar pflanzen die irgendwie hier irgendwelche Pflanzen an. Gut, ich meine, die Leute auf dem Schiff müssen auch von irgendwas leben. Von daher macht das irgendwie Sinn. Ich glaube, ich muss mal den Sound ein bisschen runterdrehen. Ja, genau. Wäre vielleicht die Idee, ne? Was denkt er? Gottes Willen, ey.